Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Fun Gamer. Wir sind hier bei Elex. Wir schauen jetzt hier. Da waren wir noch nicht. Okay. Oder waren wir da schon? Nein, aber da ist niemand. Darum gehen wir wieder. Oder redest du mit mir? Nein. Was macht er da? Ich check dann noch nicht ganz die Karte. Nur wie kommen wir darauf? Ich glaube, wir sind immer aus der Siedlung draußen. Ah, Gefängnis. So, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja hier die Mission weitermachen. Und wir haben auch noch nicht den Oberbefehlshaber getroffen. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Tu das. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens,
Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Na gut. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Sindar schickt mich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Gut. Sowas hätte ich auch gerne. Jetzt gehen wir wieder daher. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, da ist man noch zu schwach. Und Elex hat man sowieso keins. Also Elex. Dieses Elixier da. Ich gehe wieder in die falsche Richtung. Vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung.
Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Jawohl. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz. Sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Mana-Feld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Endlich. Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Okay. Na gut, dann schauen wir mal da auf. Hat sehr vollbracht, dass ich da jetzt oben bin. Na gut, dann laufen wir wieder runter. Zuerst so, sehr weitläufiges Gebiet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier schon alles erkundet habe. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, ja. Was willst du hier? Geh schon raus.
alte Technik. So, ich muss darüber irgendwo. Oh Mann. Gut, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist die Frage aller Fragen. Das ist eine Brücke. Hör auf damit! Alter, wo bin ich jetzt? Da. Ja, das könnte das Haus sein. Jupp. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Na gut. Immer dieser Technikkram. So, jetzt schauen wir uns aber an, was wir hier für Quests haben. Da bin ich natürlich jetzt beinhart drüber. Hauptmission Kontakt, Rachefeldzug. Technik. Ja, das soll anscheinend die Mission sein, die uns das sehr weit rausführt. Na gut. Irgendwann ist es Zeit, meine Mission zu beginnen.
So, jetzt haben wir aber auch wieder viel gelabert und so weiter, aber jetzt machen wir uns auf den Weg, nur den Weg dorthin. Werdet ihr das nächste Mal sehen. Ich bin der Fun-Gamer, das hier ist Elex. Macht's das gut, bis dann und ciao.